Internet und YouTube. Zurück im Winterfeste. Wir gehen zur Akademie. Du bist du mein Daddy? Daddy? Hi. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Das werden wir schon sehen. Warum bist du hier draußen in der Kälte? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Ich will beitreten. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte die Rätsel von Aetherius lösen. Ich will nur mal reinlunzen. Nee, ich möchte, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ja, eigentlich ist das die Wahrheit. Mhm. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Oh, shit. Na, wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Überreden. Nein, ich fürchte, ich weiß nichts dergleichen. Dann weißt du weniger als ich. Und damit habe ich gewonnen. Weil ich mehr weiß als du. Verstehst du? Du weißt es... Ach, shit, ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Der Furchtzauber hat schon vielen Illusionsmagiern das Leben gerettet. Wenn ihr ihnen auf das Siegel hier am Boden wirken könntet, würdet ihr damit eure Kenntnisse unter Beweis stellen. Furchtzauber? Oh, snap. Kenn ich nicht? Nein? Nun, wenn ihr glaubt, dass ihr dazu fähig seid, dann verkaufe ich es euch gern für nur 30 Goldstücke. Okidoki. Oder ihr versucht euer Glück bei einem der Hofzauberer in Himmelsrand. Sie verkaufen auch Zauber. Ach, gib her. Hier. Hier, bitte. Nun will ich sehen, wie ihr ihn wirkt. Habe ich denn überhaupt keine Wirkung auf dich, wenn du verstehst, was ich... Was ich meine? Illusion? Furcht. So. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet Scheiße! Oder geschätzt wird. Ah! Wie viel Ding braucht denn das? Ah! 131 Kosten. 131. Wie viel? 130? Ist das nichts? Nein! Ich geh trotzdem rein. Shit. Tschüss. In den Mauern der Akademie ist viel Wissen angehäuft. Was auch kommen mag. Die Akademie wird es überstehen. Warte, ich möchte Zerstörungsmagie trainieren. Es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Ja eben, also lass mich rein! Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Zeig mir, was du alles hast. Steigert um 30. Warte, was habe ich denn? Ich habe... Steigert. Okay, shit, das waren die 30, die ich hier schon habe. In der Kapuze. Und du hast... Ich meine, ich komme so oder so rein. Zerstörungszauber kosten 12% weniger. Oh, das ist ja... 1600! Lassen Sie es gut sein. Shit... Blitz, a bolt of lightning, that is shock damage to health. Half that. Hey, Blitz will ich eigentlich. 289! Ich wollte ja Blitz lernen, richtig? Okay. Novizen haben wir. Jesus Maria. Feuerblitz?
Also, dass du das Flammenfrost bist. Oh, das sind so viele Sachen. Die sind alle so teuer. Folgendes Szenario, meine Gute. Folgendes Szenario. Können wir... Ich möchte mehr über die Akademie erfahren. Vielleicht können wir es ein bisschen anflirten. Wir sind die einzige Gruppe in Himmelsrand, die noch die arkanen Künste studiert. Großartig. Auch andere studieren, gewiss, aber nur privat und oft nur im Verborgenen. Okay, interessant. Kann ich jetzt beitreten? Wenn ihr den Test besteht, dann ja. Mhm. Die ruhmreichen Tage von Winterfest im Ich gehe trotzdem rein. Aber die Akademie steht nicht. Shut up! 131, du. 131 und ich habe 130. Warum der eine Punkt? Wo kommt der eine Punkt her? Hast du dir doch ausgedacht? Jesus. Wenigstens haben wir es entdeckt, okay? Natürlich, jetzt komme ich hier nicht rein. In dir. Echt. Ich brauche ein Level oder was? Ein Punkt, den ziehst du dir doch aus deinem Robenhintern. Oh mein Gott. Das ist eine bodenlose... Ich werde mich beschweren. Beim Bund der Magier. Mirabelle leistet Shut up. Gute Arbeit als Hochmagier. Aber es gibt natürlich immer Platz. Beim Bund der Magier. So sieht's nämlich aus. Der Brief ist unterwegs. Shit, ich habe deinen Namen vergessen. Du bist gefeuert. Aber sowas von. Ich werde dafür sorgen, dass du gefeuert bist und nie wieder irgendwo einen Job bekommst. So sieht's nämlich aus. Mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein Stier überall die gleiche Einrichtung? Ist das hier der gleiche Designer? Wenn ihr zufällig eine neue Runde. Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder mit eurer Akademie, Nelaka. Mit Anwärtern für die gehört, Akademie habe ich nichts sich wieder mehr über uns. Hey, stopp! Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gerne in der Nähe. Gehört ihr zur Akademie? Ja, das hat er eigentlich gerade gesagt. Nein, ihr Götter, nein. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich hatte Winterfeste eine Weile verlassen und bin bei meiner Rückkehr hier in der Herberge eingezogen. Sieht mir jetzt nicht nach einem Aufstieg aus. Ne, wenn du verstehst, was ich meine. Warum jetzt? Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Und hier in Winterfeste habe ich Zugang zu meinen ehemaligen Kollegen. Ich bin immer noch mit meinen Forschungsarbeiten beschäftigt. Immer noch. Und hier in Winterfeste habe ich. Gib mir deine Robe. Ich will deine Kleidung, dein Motorrad, deine Sonnenbrille. Und ich haben eine Übereinkunft. Ist ja gut. Er bietet mir meine Privatsphäre und ich sorge dafür, dass ich ihn bei meinen Experimenten nicht in die Luft jage. Obwohl, es ist das gleiche, nur eine andere Farbe. Ist ja nicht so, als ob es hier noch was anderes zu tun gäbe, als zu trinken. Wenn Arbeiten! Fragt, ist nicht genug von Winterfeste im Meer versunken. Der ist optimistisch. Das Einzige, was man hier machen kann, ist zu trinken, bis man vergessen hat, dass man nichts zu tun hat. Wenn die zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Hm? Okay. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahmequelle. Zimmermieten? Nein. Ich habe etwas von einer Akademie gehört. Genau. Die Akademie von Winterfeste im Norden vor der Stadt. Kann man kaum verpassen. Ey, ich weiß noch immer nicht, wo sie ist. Gott, was könnt ihr mir über Winterfeste erzählen? Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfeste ist kaum mehr das, was es einmal war. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht viel, kann aber das Geld gut gebrauchen. Und dann gibt es da noch unser kleines Gasthaus. Das meiste Geld kommt vom Besuch an der Akademie, aber auch das hat schon nachgelassen. Gerüchte? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nee.
Nennt sich Friseur? Oder was? Gesichtsform in Riften, okay. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ich wollte nur die Optionen anklicken, okay? Bis dann. Tschüss. Im Gegensatz zu manch anderen haben wir nichts gegen die Akademie oder die Leute, die kommen und gehen. Lauter Bücher, die ich nicht gelesen habe. Weil sie so schimmern. Ja, ist eine Mod. Hey, ich will das Ganze in Ruhe spielen, okay? Ich bin absolut auf keine Challenges aus. YouTube, okay? Deswegen. Außerdem sieht es schick aus, finde ich. Oh mein Gott, muss ich das alles lesen? Ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Mischtaktiken, oh, das klingt nach einem... Ne. Ich weiß gar nicht mehr, wie Skillbox. Die haben sicherlich andere Titel, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Das gelbe Buch der Rätsel. Jesus Christ, gibt es hier irgendwas, wo zum Runterladen so ein komplettes Buch, wo alle Geschichten drinstehen? Das wäre ganz interessant. Aber jedenfalls kein Gold drinnen. Warum gehe ich in den Keller von euch? Ich weiß es nicht. Aha. Ihr schläft im Keller. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Die zündeln voll rum und so. Ist echt. Asso sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Aber die Magier, die ich gesehen habe, sehen nett aus. Ich bin auch nett. Ich meine, ich bin kein Magier, aber ich bin nett. Okay, gute Nacht. Wieder. Ist das dein Taschengeld? Auch hier ein Kind weniger. Dass ich etwas Schönes kaufen kann. Hey! Hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Das ist verschwendetes Gold. Du, was stimmt mit ihm nicht? Er schuldet dieser Taverne so viel Geld, dass man sie abbrennen, wieder aufbauen und nochmal abbrennen könnte. Nur aus Jux und Tollerei. Er hatte in seinem Leben schon ein paar Problemchen, aber er kann hier nicht einfach trinken, ohne zumindest ein bisschen was von seinen Schulden zurückzuzahlen. Soll ich mit ihm reden? Nur zu. Vielleicht ist er ja nüchtern genug, euch zuzuhören. Meint ihr die Taverne oder Winterfeste? Dein Bett, meine ich. Die Antwort ist wohl sowieso dieselbe. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Ist aber schön hier. Es ist nicht viel, aber wir kommen über die Runden. In Winterfeste wird nicht viel Geld ausgegeben. Aber man kann darauf zählen, dass die Bewohner ab und zu mal etwas trinken wollen. Ja, trinken ist gut, ne? Aber sonst verdurstet man. Das ist eine gute Geschäftsidee. Leute müssen trinken, ich verkaufe trinken, sonst sterben sie. Hervorragend. Dann legen wir uns mal im Bettchen. Ist es okay, wenn das Kind da drüben ist? Wir haben vielleicht nicht so viel zu bieten wie Weißlauf oder Einsamkeit. Schläfst du immer mit deinem Brot in der Hand ein? Aber wir tun alles, um euren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. Sprichst du im Schlaf? Winterfeste bietet nicht viel, aber uns gefällt es. Wir wohnen hier schon unser ganzes Leben lang.
Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Ist das dein Lieblingsbrot? Ist das sowas wie eine Stoffpuppe? Für dich? Oh Gott, das ist creepy! Schläfst du mit offenen Augen? Du siehst aus wie tot! Ich habe das noch nie beobachtet. Schlafen die alle mit offenen Augen? Nee, oder? Die Augen zu? Okay, das ist... Okay, wow. Okay. Mit der stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Ich hau ja. Die ist creepy, die Kleine. Und tschüss. Adios. Das ist ein Vampir. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken. Doch, ihr müsst die ganze Zeche zurückzahlen, Freund. Für wen haltet ihr euch, dass ihr mir Vorschriften machen wollt? Sie kriegt ihr Geld, wenn ich das will. Du kriegst sonst überhaupt nichts zu trinken, du. Komm, überreden. Los, zahl es. Und ich habe euch gesagt, dass ich dann bezahlen werde, wenn ich dazu bereit bin. 70 Goldstücke. Na los, sonst Prügelei. Für diese Worte werdet ihr büßen. 12 Septime auf den Großen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Das ist keine Chance. Wollt ihr nur... Gib auf! Du bist doch betrunken! Ich bin in der Ecke eingesperrt, das gilt nicht! Was macht der Typ da hinten? Was macht der Zauberer da hinten? Was soll denn die Kacke? Was zum Henker? Was ist denn mit dem Idiot? Sag mal, was ist denn mit... Sag mal, ist der... Was ist mit dem Zauberer? Das ist eine Prügelei zwischen Männern! Mischt er sich permanent ein? Das ist doch nur eine Prügelei! Ich hab schnell gespeichert bei der Prügelei. Wenn ich ihn jetzt schlage, zuckst du aus, oder was? Ich habe ihn noch besiegt! Und... BAM! Warum hast du dich vorhin eingemischt, du Psychopath? Wollt ihr nur so dastehen und... Was war das? Fremdländische Kampfkunst? Ja, das war... Das... Was? Das... Es... Jesus Christ! Habt ihr die Technik nicht erkannt? Bist du denn bereit zu zahlen? Ihr habt mich fair und ehrenhaft besiegt. Sagt Haran, dass ich zahlen werde. Gut. Gut. Ihr habt letzte Nacht nicht zufällig laute Geräusche gehört? Keine Explosionsgeräusche? Nein, bestimmt nicht. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Gut, er zahlt. Wir gehen nochmal runter und quatschen mit ihr. Oh. Jesus. Die Beinarbeit... Grandios! Da kommt der Typ mit dem Blitz hier. Ich will auch den Blitz. Sag nicht, du hast die Augen noch immer offen. Wow. Hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Nee, er hat sich bereit erklärt, seine Schulden zu bezahlen. Danke. Er ist kein schlechter Mensch. Er kommt nur nicht mit Alkohol und Geld klar. Mein Mann Davur könnte euch Geschichten erzählen. Ich will nichts mit deinem Mann zu tun haben. Ich habe ein paar von Ranmirs Sachen, die er uns verkauft hat, als er noch regelmäßig zahlte. Ihr habt sie euch verdient. Was denn? Ein Langbogen und Eisenpanzerhandschuhe? Ach komm. Bis zum nächsten Mal. Ach komm. Ich spiele jetzt nicht mit dem Bogen. Kann ich verkaufen. Naja. Besser ist nichts, oder? Ich sag mal Dankeschön dafür, oder? Dankeschön. Da ist der Psy... Achso, weil ich in sein Zimmer reinging? Ne, das war nicht sein Zimmer. Ich bin hier rein. Irgendwas... Vielleicht war er down und ich habe nochmal eingeprügelt? Hm. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken. In Ordnung? Shut up. Du bist mir unsympathisch. Okay, Stufe 2. Wir haben noch immer nichts fürs nächste Level, wo ich dann einmal in Magie investieren kann, damit wir diesen Zauber wirken können.
Das ist echt ungut. Falsche Taste, Baby. Gesichtsformen riften, nee. Den Schrein, Aventus, ja, Banditen, es gibt Points, hm? Will keinen Furchtzauber, aha. Wo ist... Ist der Schrein hier in der Nähe? Der sieht in der Nähe aus. Der sieht... Ja, Azura. Da gehen wir zu dem Schrein hin. Macht ja nichts. Habe ich kein Problem damit. Ich habe ein Problem damit. Wenn meine Sachen nicht in meiner Hand sind. Also. Ich liebe es, Sachen in der Hand zu haben. Wir brauchen also... Okay, wir können doch zum Jahr gehen. Ja. Schauen wir mal. Der doch sich auch... Important things to do. Hallo? Alles in Ordnung? Du bist nur eine Wache, verpiesel dich. Ich kenne niemanden an der Akademie. Wahrscheinlich denkt das jeder, weil ich ein Dunmer bin. Was? Was macht ihr hier? Ich? Nichts. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Der Jarl glaubt, ich hätte Verbindungen zur Akademie und schont mich daher. Möchtet ihr mir vielleicht dabei helfen, den Schein zu wahren? Der alte Nelaka bewahrt einen Zauberstab in seinem Zimmer im frostigen Feuer auf. Der Stab wäre eine hilfreiche Requisite, falls der Jarl sich fragt, ob ich tatsächlich Kontakt zur Akademie habe. Warum sollte ich das tun? Danke. Ich werde darauf warten. Ich hab's einfach nur angenommen. Also gut. Die kaiserlichen du bist ein Frei. Warum erzählst du mir, dass du lügst und warum helfe ich dir sofort? Die Leute sagen es zwar nicht, aber sie haben Angst vor mir. Also lassen sie mich in... Nun, ich hätte auch Angst vor dir. Lasst mich raten. Deine Augen sind nicht gerade aus wie... geklaut. Schatte, was geht dich meine Süßigkeiten an? Willst du meinen Candy Shop mal besuchen? Oh, endlich, ja. Da! Dient mir! Das war kurz. Aber schön. Mein Papa sagt, dass Elfen böse sind und man ihnen nicht trauen darf. Und? Das ist dein... Oh. Wusstet ihr, dass der Großteil von Winterfest ins Meer gestürzt ist? Ich habe gehört, dass diese Akademie daran schuld ist. Mein dezentes Fuck you, Kind. Wo ist denn der Jarl? Wo ist der Boss? Nicht das Fass durchsuchen. Okay. Okay, das war der Raum. Wo ist er denn? Schläft er? Wo ist sein Zimmer? Hier. Oh mein Gott, hier sind... Was entdeckt? Von was entdeckt? Von... Was? Wo? Wo? Was? Wer? Wo was? Oh, shit. Psst, psst. Money. This is money, meine Freunde. Money. Oh, schick. Der hustet hier, wie ist hier ein Kind versteckt und ich sehe es nicht? Oh mein Gott, die versteckten Kinder. Der Jarl hat bald kein Geld mehr, das kann ich euch sagen. Was ist denn hier für ein Lärm? Oh, hier ist noch eins. Großer Stab der Abwehr, Moment mal, 1200 wert? Woohoo!
Ich nehme auch 2 Gold. Fuck this. Was war hier? Ich nehme den Korb nicht. So. Und wir tun so, als wäre nichts gewesen. Guten Morgen, Jarl. Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Guten Morgen, mein Schatz. Boah. Ich bin mit der Akademie hier. Hätte ich mir denken können. Aber was soll's? Das ist der einzige Grund, aus dem sich überhaupt noch Leute nach Winterfeste verirren. Schläfst du immer mit dieser Krone? Denkbums? Unbequem? Ne? Oder ziehst du dir über die Augen, dann ist es sowas wie ein Schlafen. Okay, seid ihr den Jahren durch? Ich brauche Arbeit. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ich habe dich bis jetzt nur beim Schlafen gesehen. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrand. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Warum besorgst du nicht selber? Also als King? Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Das ist schön. No, finde Helm von Winterfeste. Okay. Habt ihr ein Problem mit der Akademie? In der Tat. Und wenn ihr zu ihnen zählt, dann klebt auch an euren Händen Blut. Es ist nichts von Winterfeste übrig. Nichts. Alle wissen es. Die Akademie ist schuld daran, dass das Meer unsere Stadt verschluckt hat. Sie streiten es beharrlich ab. Aber wir alle kennen die Wahrheit. Mehr über die Geschichte erfahren? Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Okidoki. Bis zum nächsten Mal. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Du hast ein verruchtes Ding auf. Kurier wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Wisst ihr, was es für eine Mod geben sollte? Decken. Decken? Die dann, wenn die sich hier reinlegen? Ist mir das schon mal aufgefallen? Ja, ich meine, sicher, aber habe ich es mal erwähnt? Weiß ich nicht. Also, gut, haben wir das auch geklärt. Ich habe mir die Tür auf den Kopf. Oh, wir haben einen schicken Stab. Was ist das? Großer Stab der Abwehr. Alle betroffenen Untoten bis zur Stufe 8 fliehen. Verkaufe ich. Sollen wir sowas verkaufen? Gut, wir haben hier auch noch eine Quest für die Points. Gibt's ja eigentlich einen. Hier einen Schmied? Ich denke schon, oder? Ne? Hab ich mich vertan? Wer war hier? Kalder. Das war Birne. Nach oben geht's noch. Aber ich glaube, oben. Was war oben? Was war hier oben? Birne ist Überreste, ja, okay. Nichts. Die 3 Häuser. Hauptsache es gibt einen Jarl für 3 Häuser. Du. Hast du Kohle? Ein bisschen was? Wenn ihr mit der Akademie. Na, wollen wir diesen Hunger stillen? Nein, nicht. So, verkaufen. Ah, du verkaufst. Ach, du nimmst es nicht du an. Bist dann. Kleiner Sack. Okay, schleppen wir das noch mit rum. Wie viel haben wir denn zum Schleppen? 82 von Droll 100. Oder was? Okay, perfekt. Na, endlich ist es mal hell. Ach, oh, scheiße. Aber die ganze Zeit in der Nacht. Okay, wir waren nicht dran. Erinnert mich, dass ich nur am Tag aufnehme, damit wir was sehen in der Aufnahme. Ich meine, es ist nicht so finster, aber es ist einfach angenehmer zum Schauen. Muss immer warten. Okay, wenn ich draußen unterwegs bin. Was ist unsere Quest, die wir jetzt machen, hier um zu leveln?
den Schrein besuchen. Wird er jetzt gleich in der Nähe. Perfekt, perfekt. Und dann machen wir den Helm. Und wahrscheinlich gehe ich drauf. Das ist ziemlich fix. Aber ich habe einen Stab zum Verkaufen. Mir geht's gut. Quasi, ich habe Kohle in mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Ja, Sprinten ist alt. Eigentlich brauche ich eh nur Sprinten. Okay, in Ausdauer, wie gesagt, werde ich nichts investieren. Obwohl, eigentlich... Sieht gut aus von hier. Also der Sonnenaufgang ist immer das Schönste. Ah, das war doch, das war der Schrein. Das war der Ding, was ich da gesehen habe. Oh Mann. Hier ist was zum Entdecken. Gehen wir doch flugs die Bucks die rauf hier. Ah! Jesus, was war das? Klappt. Habe ich mich erschreckt? God damn it. Okay. Dann bis zum... Ich sollte hier wirklich nicht sein, oder? Ich sollte hier... nicht sein. Oh, hi, wer bist du? Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Okay, geh weiter. Okay. Bögen. %53. Also. Wir wissen, was das für ein Brief ist. Was ist, wenn ich seinen Brief klaue? Ja, viel Spaß beim Zustellen. Okay, was steht denn hier? Warte, lass mich was mal lesen. Es ist unter Bücher. Hochverehrter Investor, unsere Expedition nach Stolz von Tel Vos ist auf Widerstand seitens der Bewohner gestoßen. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal, aber wenn ihr uns einige zusätzliche Mine- und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen könntet, sind wir sicher, dass der Schatz euch für euren Aufwand entlohnen wird. Diesmal ganz sicher. Wenn nicht, können wir bei Winterfeste mit der Suche nach weiteren Schätzen beginnen. Für eine schnelle Antwort werden wir euch dankbar. Moment mal, was ist Kopfgeld? Ich will das... weg haben. Also, das ist die... Okay, das ist das Ding. Warum kann ich das nicht anklicken hier unten? Oh mein Gott. Oh, Funken habe ich nicht gelernt gehabt, okay. Nun, na viel Spaß, Kurier, beim Erklären, was du überbringst. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Hier, ich habe es ziemlich eilig. Ich muss diesen Brief... Wo ist der? Mein Brief? Er ist weg und arbeitslos. Macht's gut, YouTube. Bis zum nächsten Part. Tschüss.